Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Drei Geschichten habe ich wieder für Sie. Susanne Fröhlich war an Bord und hat gelesen. Jens Züger macht Klangmeditation an Bord. Und wir haben in der Wüste übernachtet. Viel Spaß. Bei ihr ist der Name wirklich Programm. Susanne Fröhlich war an Bord der AIDA Prima. Und ich sag's Ihnen, sie hat sogar die Männer überzeugt. Gucken Sie mal. Was ist das Besondere an der Lesung auf dem Kreuzfahrtschiff? Ab und zu bewegt sich die Bühne, das ist schon speziell. Ansonsten, das Besondere ist ein bisschen, dass man seine Zuhörer und Zuhörerinnen, also die Kundschaft quasi, danach ja auch immer weiter trifft. Man trifft sie beim Essen, man trifft sie beim Sport machen, man trifft sie bei Landausflügen. Also man hat schon ein innigeres Verhältnis zu den Leuten, die man bei der Lesung trifft. Man lernt sie wirklich kennen. Ich habe noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gelesen. Ich finde es eine Herausforderung. Und hier ist es ja oft so, dass es dann in der Kabine heißt, Horst, da gehst du mal mit, das schadet dir auch nichts. Ja. Und dann denkt Horst, oh Gott, hoffentlich ist bald rum und so. Oh. Ja, wie lange muss ich denn da sitzen, wenn die Alte da vorne spricht? Weil sie werden froh sein, dass sie mit ihrer Frau auf die Kabine gehen und nicht mit mir. Ja, so. Sie werden ihre eigene Frau wieder ganz doll schätzen lernen, wenn sie einen Abend mit mir verbracht haben. Worüber sollen wir sprechen? Übers Essen. Haben Sie heute schon gegessen? Eine interessante Frage auf dem Kreuzfahrtschiff. Haben Sie heute schon gegessen? Abends um 19:30 Uhr. Man könnte eher fragen, in welcher Stunde haben Sie nicht gegessen? Wahrscheinlich, aber okay. Der Mann an sich steht vor dem Spiegel und dann guckt er und sagt, ja, also da ist ein bisschen Blauze oben, war da mal harder, ja. Und dann guckt er so und sagt, na ja, insgesamt nicht schlecht. Ja, also nicht schlecht. Und das finde ich, diese Einstellung könnten wir uns eigentlich abgucken. Weil wir stehen vor dem Spiegel und sagen, oh, oh, oh. Und dann arbeiten wir uns von Baustelle zu Baustelle. Und es findet sich ja immer was. Ja, das Material wird ja einfach auch nicht besser. Und wenn man, ja, und wenn man oben was gemacht hat, kann man unten ja schon wieder anfangen. Also es ist ja ein never ending, oh. So, und da können wir uns von Männern sehr viel abgucken. Sie sind ja, wie sie sind und die meisten haben ja trotzdem einen. Ja. Sind Sie denn glücklich? Mal so, mal so. Was können wir denn für Ihr Glück tun? Ein Traummann finden. Ein Traummann? Ja, da bin ich. Ein Mann kann im Leben sehr viel Freude machen. Er macht allerdings auch sehr viel Schmutz, muss man auch mal sagen. So. Und man denkt manchmal, Gott, wenn er diesen Satz noch mal sagt, werde ich ihn töten. Aber solange an den meisten Tagen mehr als 50% dafür spricht, ihn zu behalten, würde ich ihn behalten. Ich war sehr gerne auf der AIDA Prima und ich würde jederzeit wiederkommen. Also ladet mich ein. Ich bin bereit. Mein Koffer ist sehr schnell gepackt. Bis bald. Ahoi. Als der Klangmusiker Jens Züger zum ersten Mal seine Instrumente bei mir im Büro ausgepackt hat, da war ich zugegebenermaßen ein bisschen verwundert. Aber an Bord, Gongmeditation ist eine wunderbare Erfahrung. Gucken Sie mal. Im Verlaufe der vielen Jahre in ganz unterschiedlichen Lebensfeldern haben wir festgestellt, dass Schwingungen und insbesondere jene mit besonderen Stimmfrequenzen versehen, dass die in hervorragendem Maße geeignet sind, neue Aspekte im Gefühlsbereich, im Denkbereich ins Bewusstsein zu führen. Und dann fragt man zuerst mal, spürst du was? Ich spüre sehr angenehme, oh ja, Schwingungen. Okay. Ich fühle mich wunderbar. Irgendwie fühle ich mich sehr ausgeglichen. Man hat das Gefühl, dass es so durch den ganzen Körper durchgeht, dieser Gongschlag. Ganz wunderbar. In unserer Klangarbeit beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten des Glücklichseins, des Wohlbefindens. Aufgrund unserer Erfahrung können wir sagen, dass von ganz klein bis ganz alt alle Menschen berührbar sind durch Schwingungen, durch Klänge. Und es ist für alle geeignet, Klang funktioniert
wie ein verbindendes Element. Es ist wie eine eigene Sprache. Man spricht sogar von einer Metakommunikation über die gewöhnlichen Zusammenhänge von Sinn und Verstand und Gedanken. 16 Millionen Menschen machen in Deutschland Yoga. Das heißt, in wenigen Jahren werden sehr viele Menschen sich mit Klang beschäftigen, weil Klang und Schwingungen eine sehr gute Möglichkeit sind, in diesem Informationsüberfluss sich da zu positionieren, dass man in seiner Mitte bleibt, sich harmonisch fühlt und seinen Leistungsalltag auf gute Art eben auch bewältigen kann. Und wo wir gerade bei Ruhe und Entspannung sind, da habe ich was ganz Tolles für Sie. Ein Ausflug in Abu Dhabi mit Übernachtung in der Wüste und einem fantastischen Sonnenaufgang. Tolle Bilder, gucken Sie mal. Es gibt Ausflüge, dann fährt man durch die Welt und knipst Bilder ohne Ende. Nach ein paar Jahren schaut man sich das an, um sich das Ganze wieder ins Gedächtnis zurückzubringen. Bei diesem Ausflug hier braucht man das ganz sicher nicht. Das sind so spektakuläre Eindrücke, die sich für immer einbrennen und in bleibender Erinnerung bleiben werden. Ja, Dünensurfing. Und das war mega genial und ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und ich kann nur jedem empfehlen, das hier mal zu tun. Komme ich jetzt aus der Wüste direkt wieder ins kalte Hamburg. Hier ist es so kalt und so ungemütlich, dass meine Kollegin sich sogar ihre Wärmflasche von zu Hause mitbringt. Und was gibt es da Schöneres in so einer Zeit, als sich Gedanken zu machen über seinen nächsten Urlaub in der Sonne? Gehen Sie in die Reisebüro oder auf www.aida.de und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche. Heute hinterlegt mit wunderbarer Musik von einer Kollegin von mir, Sophia, eine Gastgeberin, die herrlich Klavier spielen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wenn Ihnen das alles gefallen hat hier, dann teilen Sie es doch. Schönen Sonntag noch!